Herzlich willkommen zu Let's Play OFM SK Grizzly. Mittlerweile, ich glaube, die 80. Folge. Ja, ich habe gesagt, ich mache einmal im Monat jetzt da ein Let's Play und es ist nun soweit. Wir haben den 20. Jänner und ich zeige euch, was sich bei mir getan hat. Zunächst einmal transfertechnisch. Wir haben einige gute Abgänge, was gutes Geld gebracht haben. Wie zum Beispiel Spieltag 0 Andras Marin mit 5,8 Millionen und Spieltag 1 Dimitri Zirkov mit 7,555556 Millionen. Die Spieler gingen, wie man sieht, um den Preis des Transfermarktes weg. Also ziemlich eine genaue Punktlandung. Auch am 17. Spieltag musste sich der LM mit 7,2 Millionen Euro verabschieden. Auch hier fast eine Punktlandung mit 7,5 Millionen Euro. Und der letzte Abgang, der LM Winfried Nuia. Auch hier, jetzt hat er einen Marktwert von 8,9 Millionen, aber ich habe gerechnet den Marktwert von der nächsten Saison. Da hätte er dann wäre er ein 27-jähriger Zehner und auch da wäre der Marktwert dann in Ordnung gewesen. Ja, ich habe natürlich Ersatz geholt statt Dragoljub Petrov kam Adam Filipak. Dann kam ein neuer Torhüter Hanso Junstadt. Dimitri Zirkov. Josef Goldberger ist ein Ergänzungsspieler, ein Ersatzspieler vor der eigenen Jugend. Für mehr brauche ich ihn nicht. Dann haben wir diesen Mann hier aus Irland. Er ist die Ergänzung zu Andras Marin. Und dann haben wir einen ZM geholt, der ja auch in unserem Kader gefehlt hat. Am 34. Spieler der letzten Saison. Aus Usbekistan. Somit ist eigentlich mein Kader fast komplett, denn mir fehlt jetzt ein Spieler, wenn wir jetzt nachschauen. Unter Mannschaft. Oder sogar noch besser unter Liga-Aufstellung. Dann fehlt mir jetzt ein RM und den werde ich in der nächsten Saison holen. Deswegen auch die Fremdbesetzung durch den Ergänzungsspieler Josef Goldberger. Ja, ich spiele jetzt auch wiederum mit Stürmer, denn der Stürmer Eoin Kilian hat sich gemausert. Er wurde jetzt ein Achter und ich setze ihn jetzt nicht mehr fremd ein, sondern jetzt auf der richtigen Position, sodass auch er in dieser Liga wiederum Erfahrung sammelt und aufsteigen wird. Und somit spielt er jetzt mit der richtigen Position, weil mich ja viele Leute kritisiert haben, dass ich ihn fremd aufgestellt habe. Aber jetzt macht er wieder seine Punkte und deswegen spielt er jetzt wiederum richtig. Ich habe mich auch dazu geäußert, warum ich ihn fremd aufgestellt habe, damit er eben keine Minus-EP macht. Ja, ich muss mich jetzt nicht wiederholen. Kann man gut finden, muss man aber nicht. Bleibt jedem selber überlassen. Ja, zur Spielerstatistik. Wir haben einen neuen in der ewigen Rangliste mit den meisten Spielen. Und zwar ist das Winfried Nuia, der uns verlassen hat. Mit 518 Spiele hat er jetzt den ersten Platz gemacht. Und auch Andras Marin, der vor kurzem verkauft wurde, kam immerhin unter den Top 5. Ja, finanzmäßig her geht es in SK Grizzly gut. Ich werde finanzmäßig her momentan weiter so machen, denn die Zinsen 103.000 Euro pro Tag von einem Einnahmen von 176.000 sind doch überwältigend momentan. Sportlich lasse ich mir momentan Zeit, also momentan beginnt es mir richtig in der Kasse durch die Zinsen zu rascheln und Geld, wie soll ich sagen, ist ja geduldig. Ob ich es jetzt ausgebe oder in einem Monat ist für mich momentan nicht wirklich spielentscheidend, weil ich momentan auch privat jede Menge zu tun habe und deswegen lasse ich einmal die Zinsen weiterhin ordentlich arbeiten. Man sieht auch bei mir bei den Details, vor allem in der 5-Jahres-Wertung, wie es bei mir auch durch die Zinsen finanziell bergauf geht. Jetzt habe ich allerdings von jemandem gehört, dass bei einem gewissen Betrag die Zinsen dann stoppen und die Zinsen nicht mehr erhöht werden. Ich glaube, wenn es wirklich stimmt, war das bei so ca. 250 Millionen Euro, dass dann die täglichen Zinsen nicht mehr in die Höhe gehen,
Ich weiß nicht, hat dabei Erfahrung, kann mir dabei irgendwie das bestätigen. Für ein kleines Kommentar wäre ich hier sehr dankbar. Ja, was noch im Gange ist oder für mich war, das ist der FunCup, das Bratturnier des SR Grizzly. Ich wurde ja letzte Saison kritisiert mit diesen drei Gruppen, dass es fad ist und dass nur einer aufsteigt. Ich habe mich jetzt entschieden für das Format 6er-Gruppen zu machen, wo jeder zweimal gegeneinander spielt, so wie quasi die klassische EM oder WM-Quali, wie es eben in Europa ist. Die ersten zwei steigen eine Runde weiter auf. Auch hier ist es so, in der, sag mal, Quali eben für eine WM oder für eine EM. Ja, und da muss man doch sagen, es war doch sehr, sehr spannend. Wenn ich mir jetzt die Gruppe anschaue, ist hier eigentlich ziemlich alles klar, aber auch die Gruppe B, der SV Zagreb, einen Punkt den Aufstieg verpasst. Man denkt natürlich, das schlechtere Torverhältnis, aber trotzdem, auch hier kann man sagen, Spannung bis zum Schluss. In der Gruppe C ging es ebenfalls heiß her zwischen den zwei Platzierten bis zum fünf Platzierten. 3 Punkte. Unterschied ist nicht viel. Und auch in der Gruppe D, wo ich schlussendlich dann durch meine Transfers den letzten Platz hinnehmen musste, ging es aber auch heiß her zwischen den zweiten und fünf Platzierten. 2 Punkte Unterschied. Ich gratuliere mal den Vereinen, die aufgestiegen sind. Das betrifft in der Gruppe A der erste FC Magic Club Incoming, der SV Remscheid, Gruppe B Fußballclub Magdeburg und die bunten Hunde, Gruppe C die United Grizzlies SC und Realtek ZD, sowie in der Gruppe D der erste FC Rotfuchs mit den Super Kickers. Gut, wir haben Spieltag 29, schauen wir mal, wie es mit der K.O.-Phase ausschaut. Ja, ein Spiel bis jetzt gespielt. Der erste FC Magic Incoming kann das Hinspiel gegen den Bote Hunde mit 2 zu 1 für Sieg entscheiden. Somit eine, sag mal, bessere Ausgangsposition für das Rückspiel. Alle anderen Spiele noch nicht angepfiffen. Wir werden dann in 4 Tagen sehen, wer es für sich entscheiden konnte. Das Praterturnier vom Grizzly. Ja, was gibt's sonst noch zu sagen? Mannschaftsplanung vom SK Grizzly. Wenn ich nach Alter sortiere, habe ich logischerweise ein paar junge Spieler geholt. Der nächste oder die nächsten zwei, die was sich dann verabschieden werden, wird dann der LV und der RMD sein bei Aufstieg. Ja, jetzt da wiederum der Kader des SK Grizzly durchwachsen. Ich habe ja eben durch den Stress oder die Trauer im November nicht sehr, sehr viel gemacht und habe die Spieler unter Anführungszeichen für meine Verhältnisse etwas länger im Kader behalten. Das war ja natürlich dann auch der Grund, warum ich einen neuen Rekordspieler gehabt habe. Ja, sonst des Weiteren, ligamäßig gibt es eigentlich nichts zu sagen. Hier bin ich eigentlich im guten Mittelfeld. Natürlich freut es mich, dass ich in einer Liga bin mit dem FC Schneverdingen, auch ein alter Bekannter. Ja, aber sonst sportlich achte ich momentan, wie gesagt, nicht darauf, wie es läuft, sondern eher mehr finanziell. Und wenn ich einen gewissen Betrag erreicht habe, werde ich dann auch finanziell das Geld hoffentlich sinnvoll nutzen. Gut, Leute, das war's. Ich würde sagen, wir sehen uns dann im Februar wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und zieht euch warm an, denn draußen ist es schweinekalt. Also dann, tschüss, Baba, euer Grizzly.